Ich war schon mehrere Male in den Vereinigten Staaten auf Reisen und dann auch am Strand. Und da wurde ich dann häufiger mal angesprochen von Leuten, von Bekannten, aber auch manchmal von ganz Fremden, warum ich mir eigentlich die Beine nicht rasiere. Und meine Gegenfrage war dann immer ganz erstaunt, warum? Also ich hatte bis dahin noch keinen Grund gesehen dafür. Und es kam dann aber auch keine richtige Antwort. Die Leute sagten dann immer nur, ja, es gehört sich einfach so. Man tut es einfach so. Und das konnte ich dann nicht verstehen. Ich wusste nicht, warum man es tun sollte. In Deutschland hat mich da auch noch nie jemand drauf angesprochen. Und in anderen Ländern eigentlich auch nicht. Aber gucken, ne? Also das ist mir schon öfter aufgefallen, ja, dass die Leute gucken. Ja, aber wenn, sind es meistens irgendwie Jüngere, also Mädchen, die so, weiß ich, 17, 20, sowas sind in dem Alter. Also das habe ich schon gemerkt, vor allen Dingen, weil ich eben auch Rad fahre in kurzen Hosen und dann so dieses Getuschel hinter einem. Ich habe also auch schon dumme Sprüche gehört, dass ich jetzt also so im Bekanntenkreis mit deiner Behaarung, das gibt den Reiche, kriegt man einen reichen Mann. Und also ganz widerliche, dumme Sprüche, was mich also sehr gestört hat. Nee, so im Bekanntenkreis eigentlich überhaupt nicht. Also so direkt Kommentare habe ich auf meine Behaarung so noch nicht gekriegt, denn nur so Jugendliche oder so, die dann gucken und dann so tuscheln, das habe ich schon gemerkt. Ne? Aber sonst Kommentare dazu habe ich bisher noch keine gekriegt. Doch, also teilweise sehr dumme. Aber da Sekunde, eine Idee lauter. Ja, ist gut. Also sehr dumme Kommentare, aber das hat mich also nie gestört. Was mich jetzt gestört hat, Haare im Gesicht. Da bin ich also auch mit Rasieren angefangen und da hat eben eine Kosmetikerin gesagt, dass man damit aufhören sollte. Mit dem Rasieren? Mit dem Rasieren, weil man dann doch irgendwie keine schöne Haut Die werden immer fester, die Haare. Werden immer fester, immer härter. Ja. Und jetzt zupfe ich. Ja, mache ich auch. Und teilweise zupfe ich weg und welche lasse ich stehen. Und bin damit also zufrieden. Ich hatte das auch mal gemacht, dass die also epiliert wurden. Aber das ist eine ziemlich zeitaufwendige Sache. Und wenn man das nicht durchhält, dann wachsen sie sowieso normal wieder und dann zupfe ich sie mir auch nur auf. Und an den Beinen finde ich das also nicht stören. Man soll dazu stehen. Und fertig. Jeder soll zu seiner Figur und seine einfach stehen. Ja, das finde ich auch. Es stört mich an den Beinen jetzt auch nicht mehr. Nur am Kinn.